Liebe Freundinnen und Freunde des Plattengerichts, ich bin wieder euer Plattenanwalt Simon. Heute bin ich bei euch mit 666 Platten aus der Hölle, sprich genauer gesagt 15 Neuerscheinungen aus dem Bereich Heavy Metal und Hard Rock. Und ich freue mich, dass ihr mal wieder dabei seid und leg auch gleich mal los. Fangen wir mal an mit etwas genreübergreifenden, was kommt ja immer gerne mal vor in diesem Bereich in meiner Sammlung. Master Boot Records aus Italien, erschienen, wie man schön hinten sehen kann, auf Metal Blade Records. Wir haben es hier zu tun mit Synthesizer-lastigen Heavy Metal Elektro-Mucke. Ein bisschen Synthwave spielt mit rein, man hat so ein bisschen Daft Punk-Anleihen, man hat aber vor allen Dingen ganz viel diesen 80er, C64 oder Atari Sound dabei. Mich erinnert das auch so ein bisschen an Crystal Castles vom Soundgewand her. Ich habe hier die rote Ausgabe, klingt fein und sowieso, wenn ich es nicht anders sage, was ich hier präsentiere, audiomäßig klingt das gut. Es sei denn, ich würde das irgendwie besonders kritisieren. Sonst könnt ihr davon ausgehen, hört sich immer gut an. Eignet sich schön zum Auto, was weiß ich, Zug fahren, schöne Mucke, durchgehend instrumental zum einfach wegsphären, gerade abends. Schöne Sache, hat auch viel Druck, also Metal ist aber auch immer noch die Hauptrolle, es wird viel gerifft, aber eben alles in einem tollen elektrischen Gewand. Ich habe auch das Vorgängeralbum, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier das zweite ist, aber auch das Vorgängeralbum, ja, schließe ich dieses hier nahtlos an. Eine sehr ähnliche Sache, ist auch ein bisschen Nachteil, schwer ja die einzelnen Songs noch auseinanderzuhalten, einen Hit zu benennen oder so, die kann man einfach von vorne bis hinten durchlaufen lassen. Das neue Album der Helicopters, ja, High Energy Rock Genre, früher nannte man das auch Schweinerock oder so, wie auch immer. Also, es ist Rock'n'Roll und The Band aus den 90ern da die Grundsteine gelegt. Nick Anderson war ja vorher bei Entombed, hat da vom schwedischen Death Metal ist auch weiter immer weiter zum rockigen Death Metal getrieben mit der Wolf, wie hieß der noch? Wolf Left Hand Path oder wie hieß die noch? Egal, jetzt bringe ich aber was durcheinander. Anderes Thema. Jedenfalls, da war dann eben Helicopters eine logische Fortentwicklung, damals schon aus Entombed heraus, dieses Mastermind. Er hat ja auch noch andere Bands am Laufen, Lucifer jetzt im Moment mit seiner deutschen Frau, die wiederum eine interessante Platte damals rausgebracht hat, The Oath. Schicke Sache, wenn euch die mal runterkommt, vielleicht halte ich die bei Ihnen auch nochmal in die Kamera. Aber gut, zurück zum aktuellen Helicopters, eine Art Comeback-Album. Und sehr gelungen, wie ich finde. Ich meine, wenn der Stil eben zusagt. Und das tut er ja bei mir. Also es geht ja schon los mit dem Reaper Hurricane, mit dem Eröffnungsstück. Das knüpft an die, ich sag mal so, mittleren Helicopters. Nach der Playing the Dudes hieß sie, glaube ich, die mit dem schwarzen Cover und den lila Flammen und so. So mehr diese Schiene. Nicht wie die ganz frühen Helicopters, so ganz garagig und drauf MC5, sondern etwas moderater, schöne Sache, auch im Songwriting und alles. Sound, Vinylausgabe sowieso makellos, ist hier auf Nuclear Blast, glaube ich, war die erschienen, ne? Hier eine blaue Version, Eyes of Oblivion heißt das Album, Band aus Schweden, wollte ich dazu noch sagen, wird uns heute öfter begleiten, die Schweden, was ist da wieder los, ne? Komm. Vielleicht liegt es einfach nur an meiner Musikauswahl. Auch andere Länder bringen sehr viel raus. Aber bei mir irgendwie, weiß ich auch nicht, immer landen die Schweden bei mir auf dem Teller. Schönes Plakat noch dazu. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Ist das der Nick? Naja, die, Außenhülle, wie frühe Platten, in einem recht harten Karton gemacht und hier auch so überklebt. Das ist ganz schön gemacht. Nachteil leider so ein bisschen, die ist leider etwas zu eng geraten, sodass man die Platte vor allem noch mit dem Poster ein bisschen schwer reinkriegt. Naja, jammern auf hohem Niveau. Kommen wir zur dritten Band, Hot Breath. Haut ins ähnliche Genre, auch High Energy Rock. Kommen aus Schweden,
Dieses Album heißt Rubbery Lips, ist 21 schon erschienen. Die Band hat vielleicht ein bisschen Besonderheit, in diesem Genre jedenfalls, dass eine Frau am Gesang und an der Rhythmusgitarre ist. Und das ist jetzt hier die rote Version. Ich habe die Band aufgegabelt diesen Monat als Vorband von Hellas, komme ich gleich zu. Und ja, die waren eben im Tour-Package mit dabei. Sehr charmant. Und dann gleich vom Merch hier verhaftet die Platte. Und der High Energy Rock ist etwas gesetzter, würde ich sagen, als Helicopters, kann man sagen. Sehr gelungenes Album. Hot Breath. Wer also im High Energy Rock nicht genug liegen kann, dem sei damit abgeholfen. So, dann kam eben Hellas, das neue Album, aktuelle Tour, mussten die Tour zweimal verschieben. Eigentlich sollte sie 2020 schon stattfinden zum Vorgängeralbum, zu diesem hier, das jetzt heißt Isle of Wisdom. Und ja, auch dann gleich vom Merch abgefischt, die Platte ist 22 erschienen, auch Hellas kommen aus Schweden. So sieht das aus. Und wir bewegen uns hier im Bereich, also sie nennen das glaube ich selber, Adventure Rock. Das heißt, wir haben den sphärischen Rock wie Eloy, wir haben die Twin-Gitarren von Wishbone Ash und wir haben irgendwie so eine Art Captain Future, würde ich mal so sagen. Filmmusikstil, andere Rezensionen beschreiben das irgendwie ein bisschen anders, aber eigentlich es geht immer darum. Also es ist sehr sphärisch und hat also diesen Filmcharakter so ein bisschen. Die Synthesizer sind toll, sind vielleicht ein bisschen mehr inzwischen als in Vorgängeralben. Wer übrigens den Überhit von denen mal hören will, das ist auf dem ersten Album, das heißt Star Rider, das Stück. Damit weiß man schon ganz gut, worum es hier geht bei der ganzen Band. Das hier ist die deutsche Ausgabe. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so diese, waren das Eloy? Yes-Cover, ne? Ja, früher. So sieht das Vinyl aus, auch das klingt sehr gut und das war auch live mal wieder eine richtige Wohltat jetzt, dass die ganzen kleinen Clubkonzerte auch mal wieder losgehen und das haben die super präsentiert, diese Musik live und das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Man hat ja häufig Bands, die im Studio dann irgendwie alles, ne, super produziert, super gemacht und so und live passt es dann irgendwie nicht so, aber bei Hellas alles super auf die Bretter bekommen. Und tolles Album, tolle Band, das macht richtig Spaß. Jetzt On to Others, früher Idle Hands. Album ist schon 21 auf CD erschienen, jetzt halbes Jahr ungefähr später auch auf Vinyl in 22. Ist auf Roadrunner erschienen, kommen aus den USA die Band. Es ist eine Art, ich habe die schon mal hier vorgestellt, meine ich, also Idle Hands damals, ist eine Art, ja, Gothic Metal kann man sagen. Man hat also die Stimme ähnlich wie Heroes del Silencio dabei. Das hier ist die weiße Ausgabe. Gibt es uns auch in Schwarz. Klingt gut, hat leichtes Hintergrundrauschen, aber ich finde es durchaus erträglich. Die Musik ist halt auch noch relativ druckvoll und laut und weniger stille Passagen. Da hört man das leichte Rauschen nicht so. Toller Anspieltipp hier ist zum Beispiel, eigentlich natürlich von vorne bis hinten, aber zum Beispiel, wo war das noch? Hell is for Children hieß das, glaube ich. Ne? Hell is for Children, das beinhaltet zum Beispiel alles, was diese Band so ausmacht mit ihrem Gothic Metal, habe ich vorhin Rock gesagt, ich würde sagen Gothic Metal. Der Gesang ist gewöhnungsbedürftig, das ist klar bei dieser Band und ist halt auch. Verstehe ich jeden, wenn das ein Killer-Kriterium ist. Generell, für mich ist der Gesang auch immer wichtig. Und wenn ich den nicht zuhören kann, dann ist die ganze Band häufig leider für mich nichts mehr. Sanhedrin. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Die kommen aus New York. Lights On ist das zweite Album. Debütalbum war auch schon richtig stark. Wir bewegen uns hier im Bereich New Wave of British Heavy Metal mit Doom irgendwo dazwischen. Auf Metal Blade. Achso, Metal Blade kann jetzt, schreibt jetzt auf jedes Cover im Moment ein Sticker 40 Jahre Metal Blade. Auch schon wieder so lange her.
ja, die ersten Wohltaten von Metal Blade, das waren ja wohl Slayer damals. Ja, ich glaube, die erste Shaun of Mercy, die war doch schon auf Metal Blade. Ne? Das heißt schon, danach sind die ja zu Death American. Ja, das finde ich auch mal schön, wieder bei Metal Blade. Bedruckte Innenhüllen und gefüttert. Hat man nicht oft. Ich habe die schwarze Version. Gibt es auch in allen möglichen anderen Farbversionen. Kann man machen. So, was ist hier noch drin? Download-Code. Download-Code ist dabei. Und also das ist ja auch mal schön, finde ich, so ein Einleger so zu machen. Hat was, ne? Also das hat noch was, diese alte Attitüde, wie in 80ern, 90ern, Fanseins und so weiter, zusammenschnibbeln und dann kopieren das Ganze. Das finde ich gut gemacht. Das hat Herzblut und so. Übrigens klingt auch hier die Produktion sehr organisch, ganz toll. Mir gefällt das sehr gut. Jetzt gehen wir noch weiter Richtung Doom. Eric Wagner, ehemals Sänger von Trouble, von Skull und von Blackfinger. Und wir bewegen uns hier im, ich würde mal sagen, Edel-Doom. Ist auf Cruise des Sur erschienen. Ist, ich glaube, bin mir ganz sicher, sein einziges Soloalbum. Und zu mehreren wird er ja auch nicht mehr kommen, denn er ist jetzt verstorben dann, ungeimpft an Corona, oder mit Corona, weiß nicht. So, und das ist auch ein tolles Album. Das ist, ja, Amidum at its best. Besser geht's ja kaum. Wüsste nicht, was man daran besser machen soll. Mir gefällt auch dieser Sound. Der ist ein bisschen glatter als das, was wir gleich noch haben. Aber mir gefällt dieser Sound und das sind Wabern schön, das sind Riffs, majestätische Riffs, da sitzt einfach jeder Anschlag und ganz viel Gefühl drin und seine Stimme sowieso, Wahnsinn. Wer überhaupt sich jetzt mal aus der heutigen Besprechung irgendwie ein Doom-Album zulegen möchte, dann ist es hiermit an der Zeit. Ruhig mal reinhören. Cruise des Sur aus Italien, schön gepresst. Wie immer. Dann kommen wir zur nächsten Doom-Kombo. Friends of Hell. Die wiederum stammen aus Finnland. Und das ist so eine Art, wenn man so möchte, ja, wie nennt man das noch? Nicht Best of, aber so ein All-Star-Band, ne? All-Stars. Denn wir haben hier Mitglieder von Sentenced. Der ehemalige Sentenced-Sänger spielt hier Bass. Wir haben hier von, was war das noch? Impaled Netherrhine, Reverend Bizarre, Electric Wizard. Leute, also das ist einer aus England. Die anderen kommen aus Finnland. Ja, das klingt auf Rise Above erschienen. Kann ich auch meistens blind kaufen, was da erscheint. Könnte ich, wenn nicht. Ne? Und dann ist das Ganze verschrobener als Eric Wagner, das ist etwas garagiger vom Sound her und ein bisschen ja, Heavy Metal mäßiger auch. Ich finde, die macht Spaß, also dreckiger Doom eher. So, was haben wir hier? Hype Sticker, Friends of Hell, Debütalbum containing 9 Tracks, Soul, Crumbling Classics, Doom Metal, The Free Strings und so, was ich gerade gesagt habe. Ja, Doom or Be Doomed. Na gut, muss man ja irgendwie an den Mann und an die Frau bringen. Auch das Cover alleine schon. Ich finde mich da wieder. So. Jetzt Ambush. Gehen wir mehr in Richtung Heavy Metal. Habe ich letzte Woche Kings of the Underground Tour Package noch mit der Band, zu der wir gleich kommen. Evil Invaders. Und zwei weiteren Bands erst überhaupt kennengelernt, Ambush, kommen aus Schweden. Infidel, dieses Album ist schon 2020 erschienen, ist man mir damals irgendwie vorbeigegangen, auf High Roller Records. Und wir sind hier im Bereich, ja, das war also das Tourpaket mit Enforcer.
die waren jetzt nicht so meins. Evil Invaders kommen wir gleich zu. Ambush und Cobra Spell. Da kommen wir noch zu. Aber erstmal hierzu, wenn ihr mal reinhören wollt, Hellbiter ist hier der Hit. Es geht um Heavy Metal in den in der ersten 80er Hälfte, würde ich mal so sagen, sind die hier vom Stil her verortet. Klar, Judas Priest haben da auch Pate bestanden, liest man dann auch in Rezensionen, finde ich, aber das reicht nicht. Also natürlich, die Bühnenshow war Priest-mäßig, immer schön hier alle in einer Reihe und so, klar. Und es gibt auch, gerade Hellbiter fängt so an, typisch Priestly, aber es wird dann wird es auch irgendwann anders, dann wird es auch ein bisschen wie Scorpions in den ersten Hälfte der 80er oder Europe hört man da. Die Stimme, finde ich, geht stark Richtung Halloween. Also wie bei Schweden, ich meine, häufig ist alles irgendwie gut gemacht, aber doch noch austauschbar, was gerade aus Schweden auch kommt. Also hohe musikalische Kunst und so weiter, aber manchmal fehlt so ein bisschen einfach dann diese besondere Faktor, was es dann einzigartig macht und irgendwie nicht so austauschbar. Aber ich finde, das hier ist ein Album, das geht gut rein und gerade jetzt zum Sommer und so, das macht Spaß. Für die sind natürlich auch daran, dass ich die live gesehen habe. Da bin ich auch immer gleich ein bisschen anders drauf eingestellt. Aber also richtig gut gemacht da. Sieht aber schon aus gut. Heavy Metal im Stil der Anfang 80er, 2020 erschienen. Ich habe hier, die habe ich auch vom Merch mitgenommen. In Bottlen, Coke Bottle Green oder so heißt die Farbe. Ja. Finde ich auch schön, dass die meisten Bands, die ich zuletzt gesehen hatte, Ausnahme waren Ghost, auf dem Merch auch ihre Platten verkaufen. Dass sie sich die Mühe geben, die Tonträger mitzunehmen. Und manchmal hat man dann auch Glück und kriegt vielleicht eine besondere Ausgabe, eine besondere Farbe, die anderswo man jetzt noch nicht so bekommt, was ich jetzt nicht so doll fand. Ich glaube, weiß nicht, welche Bands da so zugehörten an dem Abend, die dann ihre signierten Platten dann für einen Fünfer extra oder nee, das ist falsch ausgedrückt. Die waren signiert, es gab glaube ich nur signierte von anderen Bands, aber ein bisschen teurer, als man sie sonst vielleicht ohne Signatur im Internet kriegen würde. Oder eine andere Band, die hatte ihre signierten Drumsticks im Merch stehen. Ja, brauche ich nicht. Ne? Ja. Was übrigens bei dieser Kings of the Underground eine Unart war, fand ich, dass die allererste Band, Cobra Spell, bestimmt eine interessante Sache, habe ich verpasst, weil die schon vor dem offiziellen Beginn angefangen sind, quasi als Berieselung zum Einlass. Das finde ich nicht in Ordnung, vor allem der Band gegenüber. Ne? Also, und das war halt eine interessante Band aus den Niederlanden. Insofern interessant, weil es untypisch für dieses Metal-Genre eine Band ist, wo die Seiteninstrumenten von Frauen bedient werden und Schlagzeug und Gesang dann eben zwei Männer. Fand ich eine interessante Kombination, hätte ich gerne live gesehen. Ist leider dann vorbeigegangen, aber dann Evil Invaders. Und wenn aus der ganzen Besprechung hier heute euch eine Platte besonders ins Herz legen möchte, dann ist das wohl diese hier. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen vom Album, Shattering Reflection. Aktuell erschienen, 22, die Band kommt aus Belgien. Und wir reden hier über Speed und Thrash Metal, wo da genau die Abgrenzung immer ist, sei mal dahingestellt. Schon einen Tacken härter hier als Ambush. Und Anspieltipps, klar, Die For Me. Und In Deepest Black, tolle Ballade mal dazwischen, Powerballade, haben sie auf dem Vorgängeralbum auch schon gemacht, trotz aller Härte und Geprügel, auch mal eine Ballade, das können die richtig mit Hooks, das bleibt im Ohr. Ich habe hier die schwarze Version und der Schlagzeuger hat es auch einfach raus. Der hat die Band da nach vorne geprügelt und das in einer Gelassenheit mit einem Lächeln die ganze Zeit auf den Lippen. Das war unglaublich. Und dann auch einfach diese standardmäßige Show, also diese Mikroständer mit Messern dran. Ich glaube, der Sänger hatte, Sänger und Rhythmusgitarrist hatte dann noch sich Messer auf den Oberarm geschnallt und so.
das, also von der ganzen Attitüde her, auch wie das Live-Performen, mindestens genauso geil wie vom Album. Das heißt, die können das so richtig. Eine tolle Band aus dem Speed-Thrash-Bereich aus Belgien. So, und dann kommen wir zu Night Voices, auch 22 erschienen auf Season of Mist. Die kommen aus den USA. Und das ist, ich habe jetzt mal hier so den Hype-Sticker draufgelassen, weil sonst, ist der Hype-Sticker den nicht mehr dabei. Ja, die beschreiben das hier als New Wave of British Heavy Metal und Black Metal und Heavy Metal. Ich würde es mal ganz anders sagen. Ich würde sagen, das ist lupenreiner Melodic Death Metal und mit einer angeschwärzten Stimme. Und die ist auch ganz interessant, denn die klingt so wie Lemmy, wenn er ein bisschen mehr so grummelig vor sich hin grummeln würde, wie man sich das vielleicht dann so vorstellt. Und das ist eine sehr unaufgeregte Art des Gesangs und ich finde, das passt mal ganz gut zu diesem Melodic Death. Ich finde die super eingängig, die Platte. Ich meine, was war das noch? Ein Spieltipp, Edge of the Night zum Beispiel, ist gut stellvertretend hier für das Cover-Artwork. Erinnern sehr stark übrigens an die erste von Hellas, das würde mich nochmal interessieren, ob das derselbe Künstler ist. Was ungewöhnlich, na gut, weil das sind Amerikaner, Hellas sind ja Schweden, könnte trotzdem sein. Ne? So, dann habe ich das in einem stückigen Lila-Blau bekommen. Das fand ich ganz schick. Night. Hier. Yeah. Und dann, also Gatefold, sehr schick. The Spirits, eine deutsche Band of Clarity and Galactic Structures, auch erschienen 22. AUP heißt das Label, kenne ich sonst nicht so. Und wir sind hier im Bereich des Black Metal mit Death und so sehr technisch angehauchter Black Death Prog, kann man vielleicht auch sagen. Toll sind halt die Stücke jeweils am Ende der beiden Seiten. Crystal Fire ist auch als Video ausgekoppelt, das habe ich glaube schon gezeigt. Ne? Und am Ende das Instrumental, Lania Kea, einfach mal reinhören. Tolle Kombo. Gefällt mir richtig gut. Achso, das ist hier. Ihr kennt schon meine Lieblingsfarbe vielleicht. Meistens rot, hier ein bisschen mit Schwarz drin, ein Rauch sozusagen. The Spirits aus Deutschland. Dann Slagged aus Dänemark. Das dritte oder vierte Studioalbum inzwischen schon. Ich glaube, hier Goddess 2022 erschienen auf Century Media. Hier reden wir auch von einer Seite Black Metal und andere Seite reden wir aber dann eher von Heavy Metal im Vergleich zu Spirit, die sind da eher im Death Metal. Hier würde ich sagen, es sind relativ viele eher so traditionelle Heavy Metal Parts mit eingearbeitet. Twin Gitarren sind dabei, solche Sachen auch vom Sound her, alles ein bisschen organischer vielleicht. Das ist alles auch sehr schön gelungen, finde ich. Cover in diesem rauen Karton, sehr schön gemacht. Noch mal ein Poster, und zwar beidseitig. Ja, okay. Also die Pose erinnert noch so ein bisschen an Black Metal mit der Fackel und so weiter. Die Typen jetzt, die kann man da jetzt nicht so vom Aussehen her einordnen, muss man sagen. Nochmal das Cover. Und hier Überraschung in Rot. Haben wir hier noch Neuigkeiten auf dem Hype-Sticker. Vierte Studioalbum, Death Force of Nature Band, Gatefold, Double Salute. Das war schon alles gesagt worden. Dann wird es jetzt nochmal ein bisschen schwärzer. Quen, ich weiß nicht, wie ich es sonst aussprechen soll, Kvaen. Great Below 2022, Schweden. Soloalbum, Projekt, ein Gitarristen von Duskfall habe ich mir hier notiert, wobei ich Duskfall jetzt nicht so kenne, muss ich ehrlich sagen, aber vom Namen her nur. Ne?
Label Black Lion. Ja, Stil recht ähnlich wie Slagged, würde ich sagen. Also wir sind auch Black Metal mit vielen doch traditionelleren Heavy Metal Anleihen. Ein Gatefold, ja. So. Vielleicht von drin ein bisschen mehr machen können, aber auch gut. Verkauft sich so besser. Ne? In Schwarz. Was haben wir hier? Im Hype-Sticker noch irgendwann Neuigkeiten? Nicht wirklich. So. Letztes Album hier für diese Ausgabe. Der 666 Platten aus der Hölle. Und ja, da würde ich mal sagen, passt jetzt die letzte Band Vatein sehr gut rein. Das ist dann wohl doch die schwärzeste und die härteste Band von allen, die wir hier heute gesehen und besprochen haben. Das aktuelle Album Agony and Ecstasy of Vatein, auch 22 erschienen auf Nuclear Blast. Das ist dann der, muss man sagen, aktuelle Black Metal, so wie er vielleicht, ich sag mal, am erfolgreichsten ist. Und da muss ich jetzt auch mal sagen, ich bin jetzt wirklich, also Black Metal nimmt etwas in meiner Sammlung ein, aber bei weitem nicht den größten Platz. Da bin ich, ja, höre ich einfach nicht so viel. Anspieltipp für diejenigen, die sonst mit Black Metal auch, das ist auch jedenfalls nicht so bewandert sind und da sich mal reintasten möchten, ist sicherlich dann hier We Remain. Das ist das softeste Stück auf dem Album, so ähnlich wie damals They Rode On. Auf dem vorletzten Album war das, glaube ich, drauf. Ja, da hat meine Band damals schon nachgesagt, die würden jetzt ja hier wie Nothing Else Matters von Metallica auf mal so genrefremd Musik machen und schwächer werden. Dann wird es wieder so doppelt so hart beim Album hier vor. Und jetzt hat man wieder eine schöne Mitte wohl gefunden an Härte, Schwärze und vielleicht auch etwas Eingängigkeit. Dann ist es hier ein bisschen mehr, wiederum wie bei gerade Slagged, auch ein bisschen mehr Heavy-Metal-Gitarrenarbeit mit drin. Ja, dann haben wir hier das Inner Sleeve. Wir haben das Ganze, Überraschung, auch in Rot. Und vielleicht zum Abschluss dazu noch, das fand ich ein bisschen überraschend, dass auch auf Arte ein Promo-Konzert zu diesem Album kürzlich gestreamt wurde, was dann jetzt auf YouTube steht. Und das mal die Band so in ihrer ganzen Performance zeigt. Und ich finde es mitreißend. Ich habe das sehr gerne angeschaut. Kann ich mir empfehlen, da mal reinzugucken. Den Vatein-Auftritt auf Arte. Und damit bin ich schon am Ende meiner kleinen Plattenpräsentation der 666 Platten aus der Hölle. Schwerpunkt Heavy Metal und Hard Rock. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Danke fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Euer Plattenanwalt Simon.